Sirenengeheul am Tatort. Hunderte Polizeifahrzeuge, schwer bewaffnete Beamte und unzählige Rettungsfahrzeuge vor der Albert-Will-Realschule im baden-württembergischen Winnenden. Für die rund 600 Schüler wird der Tag zu einem Albtraum. Ein junger Mann betritt um 9.30 Uhr die Schule und schießt wahllos um sich. 10 Schüler und 3 Lehrer sterben. Der Täter ist der 17-jährige Tim K., ein ehemaliger Schüler der Realschule. Nach seinem Amoklauf flieht er zunächst in die Innenstadt. Auf seiner Flucht tötet er einen Passanten. Dann zwingt der Täter einen Mann, gemeinsam mit dessen Auto zu flüchten. Auf der Fahrt in Richtung Wendlingen lässt er den Fahrer frei. Zu dieser Zeit wird er bereits von der Polizei verfolgt, die überall Straßensperren errichtet hat. Die Flucht endet in Wendlingen, rund 40 Kilometer entfernt auf diesem Parkplatz. Nach den jetzigen Erkenntnissen ist es so, dass der Täter, der in Winnenden den Amoklauf gemacht hat, sich hierher abgesetzt hat mit einem Fahrzeug. Beim Autohaus kam es dann zu einer weiteren Schießerei. Da wurden 2 Unbeteiligte getötet und 2 Polizeibeamte wurden verletzt. Der Täter kam auch ums Leben bei dieser Schießerei. Beamte hatten Tim K. erschossen. Insgesamt sterben an diesem Vormittag 17 Menschen, darunter der Täter. Der 17-Jährige war nach Polizeiangaben 2007 mit einem Abschluss von der Schule abgegangen. Seine Eltern besitzen legal Waffen, mindestens 16 Stück sollen es sein. Das Haus im Rems-Murr-Kreis wurde inzwischen von der Polizei durchsucht. Ein Großaufgebot von knapp 1000 Einsatzkräften ist seit dem frühen Vormittag im Einsatz. Schüler und Lehrer werden jetzt psychologisch betreut. Das Motiv für den Amoklauf ist noch völlig unklar.